Wenn sich die Waschmaschine nicht mehr dreht, kann das mehrere Ursachen haben. Die bei weitem häufigste Ursache sind aber verbrauchte Kohlebürsten. Wir zeigen, wie diese überprüft und im selben Zug auch gleich getauscht werden können. Zuvor aber stellen wir sicher, dass die Waschmaschine sowohl vom Wasseranschluss wie auch vom Stromnetz abgeschlossen ist. Denn Sicherheit geht vor. Zudem sind alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten. Dann kann es auch schon losgehen. Wir entfernen alle Schrauben, die den rückseitigen Deckel fixieren. Dazu verwenden wir einen Akkuschrauber mit einem Torx-Bit der Größe 20. Nachdem wir die Rückwand zur Seite gestellt haben, zeigt sich das Innenleben der Waschmaschine. Der Keilriemen und das Antriebsrad sind leicht zu erkennen. Am unteren Ende des Keilriemens befindet sich der Motor. Dann stecken wir die Steuerkabel des Motors ab. Wir lösen den Keilriemen vom Rad. Anschließend entfernen wir die zwei Schrauben, die den Motor fixieren. Jetzt lässt sich der Motor mit einem beherzten Ruck nach hinten von dessen Aufhängung schieben. Aber Achtung, der Motor ist schwerer als man denkt. An der Rückseite des Motors befinden sich die gesuchten Kohlebürsten. Wir lösen die Steckverbindung der Kohle und auch die Kreuzschrauben. Jetzt wird sich zeigen, ob sich die Kohlen dafür verantwortlich zeichnen, dass die Maschine nicht mehr dreht. Sind die Kohlen so kurz wie hier, genauer gesagt nicht länger als 15 bis 20 mm, dann sind sie verbraucht und müssen ausgetauscht werden. Die neuen Kohlen dürfen aber nur dieselbe Drehrichtung aufweisen wie die alten. Zu erkennen ist das am großen R auf der Kohle. Um die neuen Kohlebürsten einzusetzen, drücken wir die Kohle an den Kollektor und schauen, dass die Nase an der Unterseite der Bürste einrastet. Dann ist es ein leichtes, die zwei Schrauben wieder einzudrehen. Als letztes verbinden wir noch den Steckkontakt mit der Kohlebürste und wiederholen den Vorgang für die zweite Seite. Dann ist es geschafft. Die Bürsten sind getauscht. Bevor wir den Motor wieder einbauen, verbinden wir ihn mit den Steuerkabeln. Danach schieben wir ihn auf die Aufhängung und drehen auch die dazugehörigen Schrauben wieder ein. Wir achten darauf, allfällig gelöste Kabelsicherungen wieder anzubringen. Anschließend setzen wir den Keilriemen auf die Motorwelle und drehen ihn über das Antriebsrad. Wichtig ist, dass dieser nun mittig auf dem Antriebsrad läuft. Um das zu korrigieren, verändern wir dessen Position an der Antriebswelle. Ist das geschafft, setzen wir die Rückwand wieder an die Waschmaschine und fixieren alle zuvor entfernten Schrauben. Geschafft! Die Kohlebürsten sind getauscht, die Waschmaschine ist damit repariert. Das passende Ersatzteil und ausgewählte Servicepartner findest du in der Videobeschreibung und auf unserer Homepage. Und nicht vergessen, Dybook abonnieren!